Chip, 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 chip. Ach ja, gut, geht. Kabel. Uiuiui, ist das verdreht. Oh. Zup. Jetzt müsste es klappen. Oh. Oh nein. Schnell weg hier. Ach, die Aufnahme läuft ja schon. Ha, ha, ha. Na, ah, sehr witzig. Wie wenn ich das nicht wüsste. Aber na gut, ich könnte es auch theoretischerweise weg. Laufen die mir nach oder sind die unten dort eher Brücke? Haha, ihr kommt nicht an mich. Haha. Oh. Ist mir jetzt aber auch egal. Ich fliege jetzt weiter. Ja, es war eine kleine Aufnahmepause. Wieder einmal. Das schiebe ich einfach so. Falsch gefahren. Ich sage einfach, es wäre eine Aufnahmepause, obwohl ich die Parts immer in 15 Minuten Parts schneiden will. Deswegen sage ich, es wäre so eine Pause gewesen, obwohl es gar keine Pause war. Ja, eigentlich war es doch eine Pause, oder? Ja, doch, ja, stimmt. Jetzt ist abends, jetzt ist nicht mehr morgens, also. Ja. Komm, wir fliegen mal da lang, obwohl das nicht viel kürzer ist. Okay. So. Ach, da ist hier mal explodiert. Bitte. Ah, da. Ein Gardist. Ja, bitte was denn, bitteschön. Nein. Bitte nein. Ja, ist klar. Dann fliegen wir halt mit unserem Jetboard hier drüber, fliegen noch etwas Wasser und finden hier kein schönes Fahrzeug. Ja, und jetzt haben wir ein Flugzeug, ein kleines Motorrad. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das Gespräch war so oder so durcheinander für mich. Warum fliege ich darüber? Ich weiß es nicht. Dann weiß ich erst recht jetzt nicht mehr. So, dann springen wir mal hier ab, aber dann lassen wir uns überraschen. Ja, so. Warum ist das noch im Vordergrund? Dankeschön. Das sieht man nicht, weil ich mit Fraps aufnehme, aber ist auch egal. Ja, toll, das wusste ich, dass ich hierher komme, nur was muss ich hier machen? Wahrscheinlich muss ich da vorne rein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich nehme das jetzt mal an, weil ich mit dem Kopf in diese Richtung gezeigt habe. Wenn ich hier falsch bin, dann war das schlecht. Kann ich hier runterfallen? Ja, ich kann in der Sequenz sozusagen runterfallen. Muss ich mal beim Hochfahren ausprobieren. Mal schauen, was dann passiert. Oder war ich hier schon? Sieht nicht so aus. Geht das auch? Komisch. Ich habe gedacht, ich bin auf den großen Knopf gekommen, also R2, und dann hat er geschossen vorhin. Am Anfang der Aufnahme, aber irgendwie ja gar nicht. So, danke schön für den Metallschädel. Och du meine Güte, ach 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 du meine Güte. Warum dreht sich da noch mehr? Ich habe gedacht, die Metall, das hier würde alles zerstört. Durch den Riesenbohrer. Jetzt wurde hier noch extra viel gebaut. Da muss ich dann so rüber gleiten. Er hat gleiten gesagt. Hier will ich die Metallschädel. Dankeschön für die kleine Spende nebenbei. Nicht in die Lava, danke. Hätte ich natürlich auch runter springen können, aber naja, gut, egal. Jetzt bin ich ja runtergeglitten. Er hat gleiten gesagt. Ja, und? Nein! Gehen wir erstmal da lang. Keine Ahnung, was ich hier will, aber naja, mal schauen. Ach, da ist doch schon der erste. Plopp. Erdbeben. Pam, 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 pam.
Und da habe ich einen Precursor gesehen. Das macht mich jetzt an. Ja, ich weiß. Oder sollen wir doch erstmal hier hingehen? Uiuiui. Wow, Hilfe. Das war sehr knapp. Ach, da hinten. Ist das das gleiche? Ist das das gleiche Weg? Schwein. Oh nein, nicht dieses Viech. In die Lava. In die Lava, in die Lava, in die Lava, in die Lava. Geh in die Lava, du. Ha. Nein, du nicht in die Lava. Du bleib bei mir. Knopftreffen ist auch so schwer. Den Punkt genau. Also den genauen Punkt zu treffen ist schon ein wenig schwer. Ja. Aber, ja. Ja, hier hätte ich auch mir den Weg abkürzen können. Aber komme ich denn darüber? Nein. Ich fahre lieber mal nach unten. Hier sind nochmal solche kleinen Skorpionviecher. Wow, da war ja noch einer. Das hätte ich ja nie gedacht. In dem Spiel, dass das so programmiert ist, dass da noch einer kommt. Uiuiui. Und jetzt muss ich irgendwie versuchen, darüber zu kommen, denn ich will den Precursor Orb bekommen. Der ist sehr wichtig für mich. Denn der ist sehr wertvoll für mich. Ach du meine Güte. Komme ich da vielleicht auch leichter ran? Von da drüben vielleicht. Wie duckt man sich nur? Ah. So ungefähr, genau. Was trinken muss man auch mal. Auch wenn es, wenn man gerade gegessen hat und nicht gedacht hätte, dass man so einen Durst hat nach dem Essen. Bam, 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 bam. Tot. Ja, ich habe sie doch hoffentlich gedrückt noch. Ja, habe ich gut. Weil das wäre ein wenig sehr fies. Doch, von da drüben komme ich auch ran. Nämlich von hier komme ich leider nicht ran. Schade. Hier falle ich nur in die Lava. Seht mal mal. Ich kann auch was. Zwar in die Lava fallen, aber ich kann was. So, warten, warten. Ja, komm. Ruckel, ruckel, ruckel. Warum schweben die Dinger eigentlich? Logik des Spiels. Oh nein, schon wieder. In die Lava, in die Lava. Jetzt will ich dich endlich mal in die Lava kicken und du... Naja. Komm, lass es gut sein. Geht eben nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ja, so, darüber. Darüber, da muss ich jetzt das da öffnen. Dann bekomme ich hier Munition. Dann kann ich hier noch Leben bekommen. Juhu. Kann ich an diesem Seil? Nein, kann ich leider nicht. Aber hier ist ein Precursor und diese Dinger brechen doch bestimmt gleich ab. Naja, gut, dann doch nicht gut. Ja, jetzt habe ich ein wenig ohne Emotionen geredet, denn das ist doch so viel schöner, als mit Emotionen zu reden. Oh, mit Emotionen zu reden. Wie schrecklich. Naja. So, darüber gleiten. Er hat gleiten gesagt. Ja, so langsam wird es auch langweilig. Für was brauche ich das? Ich brauche doch keine Dingsbums. Da, was hockt denn da rein? Wow! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da muss ich warten. Nein, den Kartenbrett. Witz bringe ich jetzt nicht. Was hockt denn da um? Da unten können wir uns noch Precursor holen. Precursor, was babbel ich denn? Ich meine doch. Au! Ich meine doch Metallschädelköpfe. Au! Und ja, Leben verlieren.
Wie viel wollen denn da noch kommen? Ich glaube, da kommen wir endlich. Deswegen laufe ich mal über Eisen, das in der Lava liegt. Ist ja überhaupt nicht heiß, aber guck mal, wenn ich jetzt hier nicht runtergesprungen wäre, hätte ich diesen Precursor niemals entdeckt. Und da drüben ist ja auch noch einer. Oh. Ja, jetzt können wir hier noch suchen. Auf die Suche gehen. Nach Precursern. Denn die sind ja gut versteckt. Kann ich denn hier drauf springen? Ja, kann ich. Gut. Und da noch. Und da ist doch der nächste Knopf. Das hätte ich nie gedacht. Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben. Also wenn ich hier nicht runtergegangen wäre, dann hätte ich den Knopf niemals erreicht. Au. 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 So, und jetzt müsste hier doch irgendwo noch der letzte Precursor sein, den ich da gesehen habe. Wo ist das? Da drüben irgendwo, oder? Hm, komme ich denn hier durch? Nein, komme ich nicht. Aber hier ist doch... Hier sind doch genug noch von den komischen Viechern. Dann kann ich jetzt hier auch drüber springen. Pam, patapam, papam. Hm, dann suchen wir die Precursor... Eier noch später. Und jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Vielleicht war das der richtige Weg eigentlich, da hinzukommen. Könnte gut möglich sein. Ja, das könnte sogar sehr gut möglich sein, denn hier oben ist noch ein in die Lava rein. Ja, immer doch gerne. Aber wir haben nur noch zwei zu aktivieren. Wow. Wo sind die Precursor? Ich will Precursor. So ungefähr. Da müsste doch noch der sein. Hier unten, hier, hier. Ach, da ist der ja. Dankeschön. Oh, dieses komische Viech. Wow, das kriegt uns selbst hier unten. Das ist doch nicht mehr glaubhaft. Das sind sogar zwei. Oder nein, das ist nur eins. Das hat aber auch Leben. Unmenschlich viel Leben. So. Und dann da hoch. Und dann dies hoch. Und dann der hoch. Dann auf das... Jetboard und drüber slashen. Nein. Irgendwo war doch hier. Das hier, ja genau. Ich sehe es nicht. Hallo. Wer fährt es denn? Das frage ich mich jetzt schon die ganze Zeit. Irgendwas Rotes, Kleines da oben drin. Nur was das ist, weiß ich nicht. Und jetzt. Und... Genau. Lass dich einfach rückwärts fallen, Jack. Tut ja nichts zur Sache, wenn du stirbst. Bist ja so unbedeutend. Du sollst ja nur die Welt retten. Ich muss nur... Welt retten. Und danach komm ich zu dir... Ha, in die Lava. Ja. Ich kann gut singen, ich weiß. Vor allem kenne ich den Text auswendig. Aus dem Kopf heraus kenne ich diesen Text. So. Au. Au. Welcher von diesen Metallschädeln könnte diese Strecke unbeschadet überstehen? Wenn selbst wir sie nicht durchrennen können. Ach, da oben. Ja, toll. Pam. Ich glaube, wir sollen noch gar nicht hier sein. Es kommt mir nämlich ein wenig übereilt vor, dass wir hier sind. Denn das D
Ding da ist ja noch nicht mal hoch genug. Ich glaube, wir sollten noch zwei Schalter drücken, bevor wir hier hochkommen. Au. Am besten sterben wir noch eine Runde. Dann müsste es machbar sein. Dann müssen wir genug... Nein, da sind wir wieder am Anfang, so. Und dann können wir ruhig hier... hoch, oder kommen wir auch so hoch? Ich bezweifle es. Ja, das sieht aber aus wie ein Maul. Hier, mit den Zähnen. Komm, wir sterben, oder nein, wir haben doch genug Skill, wir sterben doch nicht. Müssen wir denn da unten hin? Ich hätte mich drehen sollen, ja, drehen sollen, so. Oder wenigstens den Doppelsprung machen. Aber so schlau bin ich ja nicht. Bin ja doof wie Stroh. Gehen wir mal da oben lang. Vielleicht ist da ja noch irgendwo was. Da unten? Nein, da waren wir doch schon. Oh. Aber wo sollen denn diese letzten zwei Schalter sein? Hallo? Verstehst du das? Ja, aber bevor wir diese finden, beende ich kurz den Part. Tschüss.